Der Tag, vor dem alle gewarnt haben, beginnt mit einer furchterregenden Nachricht. China überfällt Taiwan. Experten haben dieses Kriegsszenario bereits vorgezeichnet. Sie prophezeien eine Invasion durch China, Bombardements, die Taiwans Marine und Luftwaffe zerstören, Zehntausende chinesische Soldaten, die die Straße von Taiwan überqueren. Seit langem hat China mit der Annexion gedroht. Tun Sie nicht so, als ob Taiwan nicht zu China gehört. Ich glaube, das sehen wir sehr klar, dass gerade sich Staaten zusammentun, die die Weltkarte auch neu sortieren wollen. Es wäre ein Krieg, der weit weg erscheint, doch er hätte katastrophale Folgen für Deutschland. Wir sind erpressbar, ja. Wir hätten Versorgungsengpässe und wir hätten Massenarbeitslosigkeit. Ein Wegfallen der Märkte würde beiden Volkswirtschaften schwer schaden. Kaum ein Land hat sich so abhängig gemacht von China. Das ist der Moment, in dem man aus deutscher Perspektive innehalten muss und sagen muss, wollen wir das wirklich noch so? Denn wir sind verwundbar. Wie konnte es so weit kommen? Wir suchen nach Ursachen und Antworten in China, in Deutschland und in Taiwan. Gibt es einen Weg aus der Abhängigkeit? Es gibt viele Warnungen, dass etwas schiefläuft. Dass die Abhängigkeit von China gefährlich wird für uns in Deutschland. Eine Warnung ist die Geschichte des 6-jährigen Anton aus Berlin und seines Arztes Malik Böttcher, der Anton seit langem kennt. Das ist einer gewesen, der nie richtig krank wird. Und wenn er Schnupfen hatte und Fieber hatte, ist er trotzdem am Spielplatz spielen gewesen. Anfang Mai bekommt Anton einen schweren Infekt. Ein Fernsehteam dreht da gerade in der Praxis und filmt seinen Besuch beim Arzt. Wir haben ihn untersucht und haben gesehen, dass er eine Bronchitis mit Übergang zur tatsächlichen Pneumonie hat. Und dann haben wir uns entschieden, antibiotische Therapie zu beginnen. Und diese Antibiotika waren in der Apotheke auch erstmal lieferbar. Allerdings in zu geringer Menge, in zu geringer Dosis. Es ist nicht viel, was über unser Leben entscheidet. Eine kleine Tablette kann es sein. Wenn sie da ist, denkt man nicht darüber nach. Wenn sie fehlt oder wie bei Anton zu wenig davon da ist, wird es gefährlich. Der Grund für den Mangel: China liefert zu diesem Zeitpunkt nicht genug Cephalosporine, also Antibiotika. Und ohne China geht es nicht. Also wenn die Chinesen uns da nichts mehr abgeben, in Anführungsstriche, dann fehlen uns Cephalosporine. Und insbesondere für schwere Infektionen sind Cephalosporine sehr, sehr wichtig. Das heißt, Menschen werden sterben deswegen? Ja. Es gibt niemanden, der dir sagt, mach dir keine Sorgen, bald werden die Antibiotika wieder lieferbar sein. Der Mangel wird zum Normalfall dann? Der Mangel wird zum Normalfall. Böttcher versucht, die Abhängigkeit von China in diesem Fall zu umgehen, indem er Anton mit einer geringeren Dosis behandelt. Doch das klappt nicht. Kurz nach diesen Aufnahmen muss Anton mit einer schweren Lungenentzündung ins Krankenhaus. Abhängig zu sein von China, das hat in Deutschland lange kaum jemanden besorgt. Das Verhältnis war so unproblematisch, dass wir nie uns Sorgen darüber machen müssten, dass das gegen uns verwendet werden könnte. Inzwischen ist es aber so, wir sehen das. China hat sich geändert, deswegen müssen wir uns verändern. Wie sehr sich China verändert hat, zeigt sich Mitte Oktober bei der Seidenstraßenkonferenz in Peking. Xi Jinping Seite an Seite mit einem Mann, der mit internationalem Haftbefehl gesucht wird, Wladimir Putin. Sein brutaler Angriffskrieg gegen die Ukraine ist für Xi kein Grund, Abstand zu nehmen. Im Gegenteil. All diese äußeren Faktoren sind gemeinsame Bedrohungen und sie stärken die russisch-chinesische Zusammenarbeit. Wir müssen draußen bleiben und die Eröffnungsfeier, wie fast alle westlichen Medien, auf 3 Bildschirmen im Pressezentrum verfolgen. Für Xi ist die Seidenstraße ein Instrument zur Ausdehnung von Chinas Macht und Einfluss. China verspricht Geschenke und verlangt Gefolgschaft. Wer sich dem entzieht, dem droht Xi unverblümt. Wer die Entwicklung anderer Staaten als Bedrohung betrachtet und wirtschaftliche Verflechtungen als ein Risiko, lebt nicht besser und treibt seine eigene Entwicklung nicht voran.
Mit Putin teilt Xi eine Großmachtfantasie, die dem eigenen Reich andere Länder einverleiben will. Was für Putin die Ukraine ist, für Xi Taiwan. Xis Ziel ist es, Taiwan ins Mutterland zurückzuholen, im Zweifel auch mit Gewalt. Ein Szenario, das viele Jahre so undenkbar war wie ein Krieg mitten in Europa. Aber seit dem russischen Überfall auf die Ukraine ist auch eine Invasion Taiwans in den Bereich des Möglichen gerückt. Ein Krieg, der weit über die Indo-Pazifik-Region hinausgehen würde, der die USA, Japan und ihre westlichen Verbündeten mit hineinziehen würde, aber auch Chinas Verbündete, allen voran Nordkorea und Russland, mit auf den Plan rufen würde. Wir sind mit einem Weltkriegsszenario konfrontiert und Russland könnte die Gunst der Stunde nutzen, da die Amerikaner dann im Pazifik gebunden sind, auch Europa, auch NATO-Territorium, im Zweifelsfall auch Deutschland anzugreifen. Wir könnten uns unmittelbar im Krieg wiederfinden. Wie unmissverständlich ernst es China ist, Taiwan dem Mutterland einzuverleiben, zeigen hunderte Kampfjets, Bomber, Militärdrohnen und Kriegsschiffe der Volksbefreiungsarmee in der Straße von Taiwan. 2022 zählten Experten 1700 chinesische Flüge in Taiwans Luftverteidigungszone. In diesem Jahr sei diese Zahl bereits übertroffen. Immer wieder probt China den Einmarsch in die demokratisch regierte Insel und lässt die eigenen Bürger und die Welt im Staatsfernsehen dabei zusehen. Eine Demonstration der Macht. Wir treffen Victor Gao, Vizepräsident des Center for China and Globalization und inoffizielles Sprachrohr der Kommunistischen Partei, zum Interview. Gibt es Grund zur Sorge, dass der Taiwan-Konflikt bald eskaliert? Die Position Chinas ist sehr klar. Es gibt nur ein China. Taiwan ist Teil Chinas und die Regierung der Volksrepublik China ist die einzige legitime Vertreterin Chinas. Tun Sie nicht so, als ob Sie diesen Grundpfeiler der heutigen internationalen Ordnung nicht kennen würden. Tun Sie nicht so, als ob Taiwan nicht Teil Chinas wäre. Xi Jinping hat die sogenannte Wiedervereinigung mit Taiwan zur Chefsache erklärt. Die Schuldigen für eine mögliche militärische Eskalation hat China bereits ausgemacht. Sie befinden sich in den USA und in Taiwan. In Taipeh, am Nationalheiligtum der Märtyrer, gedenken sie der Opfer des Bürgerkriegs, als kommunistische und republikanische Chinesen sich gegenseitig töteten. Über allen hier liegt die Sorge, dass es bald noch mehr werden könnten. Angesichts der permanenten Drohungen seines übergroßen Bruders rüstet der kleine demokratische Inselstaat massiv auf. Der Verteidigungshaushalt stieg allein in diesem Jahr um 14% auf einen neuen Höchstwert. Gerade erst wurde das erste eigene U-Boot fertiggestellt. Die USA sollen die Luftwaffe mit F-16 unterstützen. Abrams-Panzer wurden bereits bestellt. Wir werden in Taiwans Präsidentenpalast empfangen, vom Chef des Nationalen Sicherheitsrats. Wellington Koo hat die anspruchsvolle Aufgabe, seine Insel vor der Bedrohung durch China zu schützen. China strebt die Vereinigung mit dem taiwanesischen Territorium an und macht keinen Hehl daraus, dass es dies auf jede erdenkliche Art und Weise umsetzen wird. Aber die Taiwaner haben ein sehr tiefes Verständnis davon, dass Diktatur und Demokratie nicht miteinander vereinbar sind. Seitdem die republikanischen Truppen 1949 vor den Kommunisten hierher flohen, fordert China die Rückkehr der in seinen Augen abtrünnigen Insel. 93% der Taiwaner aber lehnen das ab. Die meisten von ihnen vertrauen darauf, dass ihre Regierung alles Nötige tun wird, um sie zu schützen. Manchen aber reicht das nicht. Guten Tag, ich bin Zhang Yuwei. Ich bin vor einem halben Jahr aus der Ukraine zurückgekommen. Der 52-Jährige ist eigentlich Reiseleiter für Japan. Doch schon im März 2022 entschied er sich, diesmal an die Front zu reisen. Wir wollen Taiwan etwas Zeit verschaffen. Wenn die Ukraine fällt, dann wird es vielleicht unser Taiwan als nächstes treffen. Solange wir der Ukraine helfen können, noch eine Minute länger zu kämpfen,
werden wir auch eine Minute mehr Sicherheit für Taiwan haben. Das ist die AK-47, mit der ich in der Ukraine gekämpft habe. In einem Militärverein in Taipeh bewahrt Zhuang nun die Ausrüstung auf, die er als Mitglied der Internationalen Legion in der Ukraine erhalten hat. Die ukrainische Nationalflagge. Wenn man überlebt, darf man sie als Souvenir nach Hause mitnehmen. Wenn man stirbt, wird sie über den Sarg gelegt. Ein Soldat aus Taiwan ist in der Ukraine gefallen. Trotzdem hat Zhuang nach 8 Monaten Einsatz vor allem eines mitgebracht: Mut. Bevor ich in die Ukraine ging, wusste ich nicht, ob wir den Chinesen 3 Tage, 3 Wochen oder 3 Monate lang Widerstand leisten können. Aber seitdem ich dort gekämpft habe, denke ich, wenn Deutschland, Frankreich, Großbritannien und die Vereinigten Staaten bereit sind, Taiwan mit Waffen zu unterstützen, so wie sie die Ukraine unterstützen, dann können wir China besiegen. Noch mehr Andenken und Ausrüstungsgegenstände hat Zhuang mitgebracht. Etwa ein in seinen Augen dem taiwanischen weit überlegenes Erste-Hilfe-Set. Zhuang trainiert für den Fall, dass Chinesen wieder gegen Chinesen kämpfen. Am Abend ist er verabredet mit anderen, denen es genauso geht. In der Herbstsonne von München wirkt das weit weg. Bei der Automobilausstellung soll Volkswagens Auftritt so majestätisch wirken wie eh und je. Aber etwas ist anders, etwas wirkt auch hier bedrohlich. Volkswagens Elektroautos verkaufen sich schlecht in China, dem wichtigsten Automarkt der Welt. Die ehemalige Königsmarke in China wird gerade entthront von Marken aus China. Eine, BYD, hat sich direkt gegenüber aufgebaut. Es wirkt wie ein Duell auf Münchens Prachtboulevard. Für Volkswagen geht es dabei um alles. Kein anderer Konzern in Deutschland ist so abhängig vom Geschäft in China. Dass chinesische E-Autos davonzuziehen drohen, ist für Volkswagen lebensgefährlich. Für Chinas Autobauer dagegen eine Genugtuung. Also wir bieten wahrscheinlich ein bisschen anderes als die deutschen Anbieter. Nämlich in China ist es sehr wichtig, eine digitale Funktionalität im Auto. Ich glaube, die haben gar nicht an die Elektromobilität geglaubt. Ist Volkswagen oder GM, sie waren dominiert. Aber ja, wenn sie heutzutage sehen, vor allem über die Elektromobilität. Die chinesischen Autohersteller sind über 60% der Marktanteil. Peter Nota, zu dem Zeitpunkt noch BMW-Vertriebsvorstand, inspiziert Chinas E-Autos. Legendär war früher die Arroganz deutscher Automanager gegenüber chinesischen Modellen. Heute pilgern die Autobosse reihenweise herbei, um die Chinesen zu studieren und eigene Versäumnisse. Auch Wolfgang Porsche, der mächtige VW-Eigner. Und im Schlepptau mit dabei VW-Chef Oliver Blume. Wir sind nach wie vor in China das stärkste Automobilunternehmen. Und für uns ist es jetzt ganz entscheidend, dass uns die Transformation in die Elektromobilität gelingt. Wenn die Chinesen sagen, deutsche Autos sind uncool, dann kaufe ich mir lieber ein BYD. Also dann wird vielleicht VW nur noch, was weiß ich, 20% oder 30% von seinem Profit aus China bekommen. Das wäre natürlich für Wolfsburg eine Katastrophe. Im großen Messesaal in München nimmt eine alarmierte Deutschland AG Aufstellung. Kanzler neben Autobossen. Scholz eilt nach München, eilt Volkswagen und Co. zu Hilfe. Durch den Angriff aus China gerät etwas ins Rutschen. Gewinne der deutschen Marken und damit auch hunderttausende Arbeitsplätze in Deutschland. Die Mobilitätswende ist eine große Aufgabe, aber sie ist eine Teamaufgabe. Und ich komme heute hier zu Ihnen als überzeugtes Mitglied dieses Teams. Das Team kämpft gegen einen großen Gegner. Chinas E-Autos sind günstig, weil Peking sie offenbar unfair subventioniert. Wehren könnte sich Deutschland mit europaweiten Strafzöllen. Das ist ein bisschen die Idee der China-Strategie, Level Playing Field zu schaffen und zu sagen, ihr schützt eure Märkte, ihr macht Subventionen, wir schützen unsere Märkte, dann vor euren Produkten, gleiches Recht für alle. Wir lassen uns nicht
aus dem Spielfeld schubsen. Das sind ganz klassische Mittel, die wir haben hier in Europa in unserer Werkzeugkasten, mit dem wir operieren können. Diesen Werkzeugkasten nicht zu nutzen, zu einem Zeitpunkt, wo wir sehen können, dass die Menge und der Preis der Elektroautos, die wir in die Märkte drängen sehen, etwas ist, was eine strukturelle Verschiebung des Marktes nach sich ziehen wird, das wäre Wahnsinn. Aber wird Deutschland sich trauen? Wird Europa einen harten Konflikt wagen mit China? Plötzlich passiert noch etwas anderes. Die Party sei vorbei, verkündet Greenpeace. Und Leibwächter schirmen Scholz ab. Es geht ums Klima, aber was, wenn hier noch eine ganz andere Party zu Ende geht? Ein ganzer Industriezweig, Deutschlands Wirtschaftsmodell. Der Handel mit China, das war lange eine Party. Einen strategischen Partner nannte Angela Merkel Peking. Das Prinzip, Deutschland liefert Ingenieurskunst, China Billigware. Wir dachten, in einem autoritären Staat gibt es nicht die Möglichkeiten zur Freiheit und zur Kreativität, wie das in der Demokratie ist. Und deswegen können wir eigentlich problemlos Handel mit China betreiben, weil China wird zwar immer versuchen, das nachzubauen, was wir dorthin exportieren, aber sie werden immer einen Schritt hinter uns sein. Weil Chinesen zwar fleißig sind, aber sie gehorchen und haben keine Ideen. Das war das Klischee. Ganz genau. Das war ein wahnsinniger Irrtum, denn das führte einfach dazu, dass China aufgeholt und in einigen Fällen überholt hat. Für Deutschlands Wirtschaftsbosse war der China-Handel ein höchst profitables Geschenk. Nun wird er zur Gefahr, weil China aufgeholt, ja in manchen Bereichen überholt hat. Wir sind an einem Punkt angekommen, wo man merkt, dass sich die Balance verschiebt. Die Importe aus China nehmen zu, unsere Exporte nach China nehmen ab. Das wirtschaftliche Gleichgewicht verschiebt sich hin zu China. Und das ist der Moment, in dem man aus deutscher Perspektive innehalten muss und sagen muss, wollen wir das wirklich noch so? Das deutsche Geschäftsmodell ist erledigt. Und das beruht aus Ihrer Sicht worauf? Naja, das beruht darauf, dass wir billige Vorprodukte aus China importieren, billiges Gas aus Russland, Geschäfte damit machen aus der ganzen Welt und die Amerikaner bezahlen für unsere Sicherheit. So, das ist jetzt definitiv zu Ende. Wie abhängig wir von globalen Lieferketten sind, haben Corona und Russlands Krieg gegen die Ukraine uns vorgeführt. Aber unsere Abhängigkeit von China ist in Wahrheit noch viel größer. Zuständig für Deutschlands Handel ist der Bundeswirtschaftsminister. Welche Lehren hat Robert Habeck gezogen? Wir hatten 55% Gasabhängigkeit und wir haben es gerade so geschafft, dass die Volkswirtschaft weiterlaufen konnte. 90 hätten wir nicht geschafft. Das wäre nicht möglich gewesen. 55 konnten wir ersetzen mit hoher Inflation, mit hohen Preisen, mit einer zwar abgewehrten tiefen Wirtschaftskrise, aber mit einer Schwächeperiode, die sich durch dieses ganze Jahr durchzieht. 90 hätte uns die Füße weggezogen. 90%. So hoch ist unsere Abhängigkeit von China zum Beispiel bei manchen Medikamenten oder seltenen Erden. Wenn es zu einer Konfrontation mit Taiwan kommt, dann werden die Beziehungen zwischen Deutschland und China sich über Nacht komplett verändern. Ein solcher Angriffskrieg hätte Sanktionen gegen China zur Folge. Und die wichtigste Handelsroute der Welt würde abreißen. Allein der direkte Handel mit China kostet uns wahrscheinlich 1 Million Arbeitsplätze, wenn wir uns da von heute auf morgen loslösen müssen. Aber das ist eben nicht alles, denn durch die Straße von Taiwan wird etwa ein Drittel bis die Hälfte des globalen Warenhandels verschifft. Das heißt, auch das würde ja alles hier nicht mehr ankommen. Das heißt, wir hätten Versorgungsengpässe und wir hätten Massenarbeitslosigkeit. Das will sich wirklich niemand ausmalen. Die Bundesregierung hat inzwischen eine China-Strategie beschlossen. Das Ziel heißt De-Risking, weniger China-Risiko, weniger China-Naivität. Aber was bedeutet das? Wie könnte es klappen? Taiwan hat sich schon früh überlegt, wie es sich absichern kann. Sein Ass ist die Halbleiterindustrie. Eines der wertvollsten Unternehmen der Welt, TSMC, steht in Taiwan.
Würde Taiwans Außenhandel unterbrochen, dann wäre das eine große Katastrophe. Nicht nur für Taiwan, sondern für die ganze Welt. Denn Taiwan steht für 60% der weltweiten Produktion von Halbleitern. TSMC, die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, hat ihrem Erfolgsprodukt Halbleiter ein Museum gewidmet. Die winzigen Chips stecken in Kühlschränken, Autos und Handys auf der ganzen Welt. Der Erfolg einer jahrzehntelang verfolgten Industriepolitik. In der Vergangenheit hat TSMC wie alle anderen auf die Kosten geschielt und viel in China investiert. Doch früher als bei uns begann man umzudenken und auf De-Risking zu setzen. Das Festland ist immer häufiger unser Konkurrent. In der Folge sind Taiwans Investitionen in Festlandchina in den letzten 14 Jahren nach und nach zurückgegangen. Im Jahr 2020 haben auch die letzten taiwanesischen Unternehmen verstanden, dass die Produktionskosten nicht mehr der wichtigste Faktor eines Unternehmens sind, sondern dass sie geopolitische Erwägungen und Risikostreuung in Betracht ziehen müssen. Im Museum von TSMC wird an die 7 Väter der Elektroindustrie erinnert. Manager und Regierungsmitglieder, die sich vor fast 50 Jahren in einer Sojamilch-Snackbude zusammensetzten und eine weitreichende Entscheidung trafen. Christy Hsu ist Wirtschaftswissenschaftlerin. Sie kennt TSMC genau. Sie nimmt uns mit. Wir wählen zwischen Sojamilch warm oder kalt, süß oder salzig. Proteine, die auch die Gründerväter der taiwanischen Elektroindustrie zu sich genommen haben. Damals. Sie haben beschlossen, dass wir unsere Kompetenz auf ein Produkt konzentrieren sollten und dass wir etwas entwickeln sollten, das nicht einfach von unseren Nachbarländern kopiert werden kann. Der Plan erhielt staatliche Unterstützung und ging voll auf. Heute ist die ganze Welt von Taiwans Halbleitern abhängig, der Produktionsprozess einzigartig ausgefeilt. It's very ironic because es ist sehr ironisch, aber selbst wenn die Chinesen TSMC erobern würden, bekämen sie nur die Fabrik, das Gebäude. Denn die Leute haben ja Beine und die meisten Ingenieure eine Green Card. Die können einfach in die USA gehen. Was TSMC im Kern ausmacht, würde nicht weiter funktionieren. Weder China noch der Rest der Welt kann es sich leisten, wenn der Nachschub an Halbleitern ausfällt. Also wird China sich gut überlegen, ob es Taiwan wirklich angreift. Und die internationale Gemeinschaft wird alles versuchen, um einen Krieg um Taiwan zu verhindern. Und nicht nur das. Taiwans Strategie hat weitreichende Einflüsse auf den Welthandel und auf Europa, sagt Mathieu Duchatel, einer der führenden Taiwan-Experten. Ich denke, das ist praktiziertes De-Risking, also Risikominimierung von Taiwan. Das heißt nicht, dass Globalisierung völlig tot ist. Ich denke, wir haben es mit einem gewissen Grad an De-Globalisierung zu tun. Aber wir bleiben in der Welt der gegenseitigen Abhängigkeiten, der Verknüpfung von Lieferketten. Das bleibt. Aber es gibt immer mehr Ausnahmen von dieser Regel. Taiwan hat für diese Situation vorgesorgt. Es hat sich einen Silicon Shield geschaffen, einen Schutzschirm aus Halbleitern. Und Deutschland? Genau dieser Schutzschirm gegenüber China fehlt. Für die Medikamente, die Anton dringend bräuchte, gibt es keinen Schutzschirm, keine Alternative zu den fehlenden Antibiotika. Die Behandlung schlägt nicht an. Mit einer schweren Lungenentzündung bringen Antons Eltern ihn ins Krankenhaus. Seine Sauerstoffwerte waren sehr, sehr, sehr niedrig. Anton an sich ging es sehr schlecht. Er konnte halt schlecht atmen, schlecht laufen. Er hatte einfach keine Lust auf nichts, weil einfach die Kraft gefehlt hat. Wenn du keine Antibiotika bekommst, ist es einfach ja, schlecht. Das ist als Elternteil halt einfach sehr schmerzhaft, weil du einfach dem Kind nicht helfen kannst, weil nichts da ist zum Helfen.
Dabei wurden Antibiotika jahrzehntelang in Deutschland hergestellt. Penicillin etwa wurde ab 1950 in Frankfurt höchst produziert. Schon nach ein paar Jahren so viel, dass von hier aus ganz Deutschland damit versorgt werden konnte. Dieses Medikament wird in den kommenden Jahren unzähligen Deutschen das Leben retten. Wenn man überlegt, wie viel Penicilline und Cephalosporine bei Höchst hergestellt worden sind, nach dem Zweiten Weltkrieg, bis in dieses Jahrtausend rein. Und irgendwann haben die Chinesen dann gedacht, das gefällt uns nicht, wir wollen, dass der Markt von uns abhängig ist. Und die haben Dumpingpreise genommen für ihre Ausgangsstoffe. Das heißt, die Chinesen haben dafür gesorgt, durch Dumpingpreise, dass die Herstellung in Höchst zumachen musste? Ja. Das Höchstgebäude ist heute ein Industriedenkmal. Seit 2017 gibt es keine Antibiotikaproduktion mehr, weil alle nur auf den Preis geschaut haben. Sicherlich kann man im Nachhinein sagen, es war ein strategischer Fehler, aber gleichzeitig war es einfach billiger, in China zu produzieren. Da muss man dann unsere Versicherungen fragen, seid ihr gewillt, für Medikamente jetzt mehr auszugeben, weil wir sie in Europa oder in Indien oder in Amerika produzieren lassen. Also im Grunde der Preisdruck von Versicherungsgesellschaften, von Konsumenten hat dazu geführt, dass de facto diese ganzen schwierigen Produktkategorien nach China abgewandert sind. Wie abhängig sich Deutschland so von China gemacht hat, wurde allerspätestens im Jahr zuvor klar. Im Oktober 2016 explodiert in einer Antibiotika-Fabrik im Osten Chinas ein Kessel. Wir hörten einen lauten Knall und rannten alle nach draußen. Als ich rauskam, war die Straße voller Menschen. Wir sahen meterhohe Flammen. Die Firma Qilu stellt hier das Antibiotikum Piperacillin her. In Deutschland entsteht sofort ein Versorgungsmangel bei piperacillinhaltigen Produkten. China hat es durch seine Dumpingpreise geschafft, dass bestimmte Antibiotika nur noch in China hergestellt werden. Cephalosporine etwa werden nur noch in 3 großen Werken produziert. Wir schreiben die Firmen an. Fast immer heißt es: No interview. Kein Interview. Oder wir werden der Spionage verdächtigt, eine beliebte Formulierung, um lästige Journalistenfragen loszuwerden. Ausländer würden China unterwandern, das ganze Land kämpfe zurzeit gegen Spione, über politische Themen sprechen sie nicht mit uns, zu sensibel. Bei Qilu, Chinas großem Antibiotikakonzern, klingt die Pressestelle so. Wir haben kein Interesse, mit ausländischen Medien zusammenzuarbeiten. Wir machen keine externe Kommunikation mit ausländischen Medien. Auf Wiedersehen. Wir machen uns auf den Weg zu einem der Cephalosporin-Werke in der Provinz Shaanxi. Qilus Ausfuhren nach Europa sind im vergangenen Jahr noch mal deutlich angestiegen, um 130%. Am Haupteingang der Antibiotika-Fabrik ein Mitarbeiter, der sich bereit erklärt, mit uns zu sprechen. Wir stellen Cephalosporin her. Unsere Produkte gehen in die ganze Welt. Darauf bin ich wirklich stolz. Unsere Anwesenheit ist nicht unbemerkt geblieben. Diskussion mit der Security am Haupteingang. Filmen verboten. China versucht, andere von sich abhängig und sich selbst autonom zu machen. De-Risking auf Chinesisch hat sogar einen eigenen Namen. Das System der 2 Kreisläufe. Meint, um sich im Handelskrieg zu rüsten, will China den Konsum im eigenen Land anheizen und seine Abhängigkeit von Exporten reduzieren. Ist De-Risking im Grunde nicht genau das, was China seit vielen Jahren selbst praktiziert? Also sich selbst unabhängiger machen, sich von ausländischen Einflüssen abschotten, ist das nicht die gleiche Strategie? No, I don't think so. I think ever since 1978. Nein, das glaube ich nicht. Seit 1978 hat sich China der Welt geöffnet und seine Politik und Wirtschaft reformiert. China sieht sich als unverzichtbaren Teil der Welt. Es wollte die Welt umarmen. China wanted to embrace the world, but aber wenn ein Land maximalen Druck auf China ausübt, die kappeln will, wenn es China den Zugang zu Hochtechnologien verwehren will, dann muss China das Richtige tun. Then China need to do the right thing.
Also viel investieren, um alle Talente zu mobilisieren. Es muss eigenständig werden. Das ist nicht, was China anfangs wollte. Das ist, wozu die falsche Politik anderer Länder uns gezwungen hat. China hat keine andere Wahl. Deutsche Konzerne dagegen riskieren noch mehr. Ihre China-Investitionen sind zuletzt deutlich gestiegen. Ich glaube, dass es noch manche in der Wirtschaft gibt, die sagen, wir gucken, dass wir einfach optimale Gewinne mit China machen, aber dass sie nicht dabei sind, auch Risiken zu minimieren. Aus Angst, abgehängt zu werden, steckt Volkswagen 2,5 Milliarden Euro in ein Projekt mit Horizon Robotics. Die Chinesen sind führend bei selbstfahrenden Autos. Und wir wollen dem Kunden das Beste geben, was es gibt. Und dann nehmen wir eben das Beste, was es an Lösungen in den Regionen gibt. Es ist eine teure Wette auf die Zukunft. Darauf, dass der Profit in China funktioniert wie früher ein VW-Käfer. Er läuft und läuft und läuft. Es könnte ein Trugschluss sein. Wir werden den chinesischen Markt ersetzen müssen, weil langfristig unsere Konzerne so in dieser Form, in der wir es jetzt sehen, nicht mehr die Rolle spielen werden, die sie die letzten 10, 20 Jahre gespielt haben. Doch im Gefolge der Großen machen auch die Kleinen weiter wie bisher. Die Zulieferer, Unternehmen wie die neue Zahnradwerk Leipzig GmbH mit gut 1000 Mitarbeitern. Hubertus Bartsch hat das Unternehmen vor über 20 Jahren aufgebaut. Vor 8 Jahren kam eine Fabrik in China dazu. Volkswagens Absatzprobleme in China schlagen auch bei ihm ins Kontor. Am besten sind die Zeiten, wo der Kopf nachts nicht arbeitet. Aber Sie können mir glauben, dass ich relativ selten in den letzten Jahren zum Schlafen komme, auch in diesem Jahr. Seine Firma stellt traditionell Motor- und Getriebeteile her für Verbrenner. Jetzt aber sind E-Autos wichtig, besonders in China. Und die Frage ist, kriegt Bartsch den Übergang hin? Und was passiert mit seinem wichtigsten Kunden, mit Volkswagen? Wird der Konzern weiter bei Bartsch bestellen, auch wenn es selbst für VW eng wird? Gerade der Mittelstand in der Lieferkette für Automobil ist ja momentan extrem gefordert. Weg vom Verbrenner hin zum E-Auto. Und da werden sicherlich einige durch den Rost fallen. Im Moment hat Bartsch eher das Gefühl, noch einmal davongekommen zu sein. Während der Pandemie sei die chinesischen Kollegen nur auf dem Schirm. Nun kommt er zum ersten Mal wieder nach Tianjin. Er ist nervös. Was wird ihn dort erwarten? 2015 haben wir Bartsch schon einmal begleitet. Die China-Fabrik, gebaut für rund 50 Millionen Euro, war damals ganz neu. Aus Bartschs Hemdtasche lugte damals der Reisepass. Er pendelte ständig zwischen zwei Welten. Es war die Zeit der China-Euphorie. Wir gehören wenig ins Privatleuten. Da hängt nicht nur Herz dran, sondern da hängt auch ein Stück unserer Existenz dran. Ja? Das heißt auch, China muss auch klappen. Ja, das wird klappen. Seit 8 Jahren lässt Bartsch nun hier produzieren. Kein Reisepass lugt mehr aus dem Hemd. Es scheint, als sei China heute weiter entfernt als damals, schon allein wegen Corona. Es war eine lange Zeit und anstrengend. Und ich bin sehr überrascht, dass wir hier in so einem guten Zustand momentan sind und dass die Mitarbeiter, das ganze Team praktisch über die Jahre alleine diesen Betrieb am Laufen gehalten haben. Die Pandemie könnte eine Warnung sein für die Abhängigkeiten. Dafür, wie es ist, plötzlich abgeschnitten zu sein von Lieferketten, den eigenen Millioneninvestitionen. Meine Einschätzung ist, dass die deutschen Unternehmen, die in China tätig sind, wissen müssen, dass ihre Investitionen dort möglicherweise völlig anders behandelt werden als in Rechtsstaaten wie in Europa. Dass sie enteignet werden können? Naja, das ist jedenfalls keine nur theoretische Möglichkeit. Bartsch aber will von Risikominimierung, von De-Risking nichts wissen. Es gibt auch Deindustrialisierung. Alles, was mit D anfängt, geht abwärts. Wir sind in China sehr stark organisiert, aber unterm Strich für unser Unternehmen müssen wir überlegen, dass unser Risiko in China, auf Deutsch gesagt, tragbar bleibt. Ja? Dass das Risiko tragbar bleibt, daran arbeiten sie in ganz Taiwan.
Der Chef des Unternehmens GeoSat setzt auf Abschreckung und Rüstung. Luo Chenfang produziert zivile und zunehmend auch militärische Drohnen, denn Taiwan rüstet auf. Muss es auch, sagt der Flugingenieur. Fujian in Südchina, wo die Chinesen ihre Raketen stationiert haben, liegt nur 2 Flugstunden entfernt. Seit dem Besuch der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses Pelosi im letzten Jahr sind Chinas Raketenstellungen nach vorne gerückt. Bisher konnten sie nur den östlichen Teil Taiwans erreichen, jetzt aber deckt ihre Reichweite jeden Quadratzentimeter von Taiwans Territorium ab. Um ihre Maschinen im Kampf auszuprobieren, gibt es seit Februar 2022 ein trauriges Testfeld, die Ukraine. Eine von GeoSats Helikopterdrohnen soll schon bald dorthin geschickt werden. Li Chengling wird sie begleiten. Die Drohnen können ganz normal fliegen und dabei Fotos machen. Sie können ein großes Gebiet abfotografieren und automatisch zurückkehren. Oder man kann eine Route festlegen, sodass sie an bestimmten Orten etwas zu essen oder zu trinken, etwas Treibstoff oder Vorräte abwerfen. Die Drohne kann natürlich auch anderes abwerfen. Li Chengling weiß, was an der ukrainischen Front gebraucht wird, denn er war schon da. Gleich nach Kriegsausbruch hat er seinen Job als Uber-Driver aufgegeben und ist losgefahren. Der ehemalige französische Fremdenlegionär wollte mal wieder was erleben. Die Ironie der Globalisierung: Der Taiwaner Li flog chinesische Drohnen an der ukrainischen Front und wurde bei seiner Rückkehr sofort von GeoSat angeheuert. Nun wird er eine Spende in die Ukraine bringen. Es gibt viele junge Menschen in Taiwan, die als internationale Freiwillige in die Ukraine gegangen sind. Das war sehr mutig. Die langfristige Entwicklung aber ist wichtig. Mit anderen Worten, was können wir vom ukrainischen Schlachtfeld lernen? Was die Anwendung der Drohnen angeht, sie ist ein modernes und dringend notwendiges Instrument auf dem Schlachtfeld, wenn es gelingt, sie in vollem Umfang in die bestehenden Truppenteile zu integrieren. Wir müssen diese neue Technik der Kriegsführung studieren und auch in Taiwan einführen. Wohltätigkeit gepaart mit nüchternem Kalkül soll der kleinen asiatischen Demokratie helfen, sich gegen ihren totalitären Nachbarn zur Wehr zu setzen, um das Risiko eines Angriffs zu verringern. Sein eigenes Risiko versucht China gezielt zu verringern. Es sieht sich im globalen Wettstreit mit den USA. Im Zentrum von Pekings Strategie die Vorherrschaft bei bestimmten besonders wertvollen Rohstoffen. Provinz Yunnan, Südwesten Chinas. Unser Ziel ist eine Mine der Firma Yunnan Shuhong. Sie liefert knapp ein Drittel der weltweiten Produktion von Germanium. Das Firmenvideo klotzt mit Erfolgsmeldungen. Germanium und Gallium sind extrem wichtige Metalle für die Herstellung von Halbleitern. Deutschland ist erpressbar, weil es sich auch bei seltenen Metallen abhängig gemacht hat. Gut die Hälfte seines Galliums kommt aus China, bei Germanium sind es ganze 82%. Seit August hat China ihre Ausfuhr beschränkt. Es ist eine Vergeltung für US-Handelssanktionen, aber es trifft auch Deutschland. Im August gingen die Ausfuhren von Germanium und Gallium aus China auf Null. China könnte jederzeit in einigen Produkten den Hahn abdrehen und dann sagen, dann kriegt ihr eben jetzt kein Germanium oder Gallium. Das war jetzt nur eine Ankündigung, dass man da Zertifikate braucht. Das war ja kein Bann. Da muss man von lernen. Da muss man sehen, wo das passieren könnte. Bis zu 2 Kilometer tief gehen die Stollen der Mine in Yunnan. Auf unsere Interviewanfrage hat Shuhong nicht reagiert. Am Haupteingang Stacheldraht und ein Warnschild. Strenges Zutrittsverbot für fremde Personen und Fahrzeuge. Sofort stellt uns ein Wachmann zur Rede. Wir fragen nochmal nach einem Interview. Ich muss die Zentrale fragen. Die entscheiden, ob sie rein können. Jetzt dürfen sie nicht rein. Die Stimmung ist angespannt. Dem Wachmann ist unser plötzliches Auftauchen sichtlich unangenehm. Das Unternehmen will nicht mit uns reden.
auch von staatlichen Stellen nur Absagen. Allein Victor Gao, Vizepräsident des Center for China and Globalization und inoffizielles Sprachrohr der Kommunistischen Partei, ist zum Interview bereit. China hat die absolute Dominanz bei seltenen Erden und Metallen. China hat noch 2 Dutzend Asse im Ärmel. Wir haben kein Problem mit Deutschland. Aber falls die Bundesrepublik den USA bei ihren ungerechtfertigten Sanktionen gegen China nachfolgt, dann werden Exporte nach Deutschland genauso reguliert, wie die chinesische Regierung das für die beiden Metalle Gallium und Germanium jetzt schon macht. Wie bei Antibiotika gab es auch bei Gallium eine eigene Produktion in Deutschland, hier in Stade bei Hamburg. Aber nur bis 2017. Gallium aus Stade war nicht wettbewerbsfähig. Und dann ist die politische Frage, ist es mir wert, auch in Deutschland Gallium herzustellen? Mit Blick auf Versorgungssicherheit, mit Blick auf Wettbewerbsfähigkeit. Für die Halbleiterindustrie scheint diese Frage beantwortet. 2, 1, auf die Zukunft! Im Mai 2023 vollführen EU-Kommissionspräsidentin und Kanzler bei Infineon in Dresden einen digitalen Spatenstich für ein neues Halbleiterwerk. Halbleiter werden oft als das Erdöl des 21. Jahrhunderts bezeichnet, der eine Rohstoff sozusagen, von dem fast alles andere abhängt. Bis 2030 wollen wir gemeinsam mit der Industrie Europas Anteil an der weltweiten Chipsproduktion verdoppeln auf 20%. Und weil der Chipsmarkt sich so rasant entwickelt, heißt das für uns eigentlich, dass wir unsere heutigen Kapazitäten vervierfachen müssen. 43 Milliarden Euro Subventionen macht die EU dafür locker. Unter diesen Bedingungen ist der Standort Dresden auch für TSMC attraktiv. Ein Narr, der denkt, dass Taiwans wichtigstes Unternehmen bei solchen Investitionen tun und lassen kann, was es will. Früher hat TSMC viel in China investiert. Das ist vorbei. Denn die Halbleiterindustrie ist Teil der nationalen Sicherheitsstrategie. Wir machen uns große Gedanken über die wirtschaftliche Sicherheit des Halbleiterdesigns. Wir respektieren die globale Aufstellung des Unternehmens, aber es muss garantiert sein, dass Taiwans Vorsprung in dieser Industrie erhalten bleibt. Das heißt, die modernsten Produktionsabläufe und die Forschung müssen in Taiwan bleiben. Die jüngsten Investitionen von TSMC gingen alle in eng verbündete Länder. Ist das ein Zufall? Nein, es ist kein Zufall. Das heißt, wir sind zwar mit der Entwicklung eines globalen Netzwerks einverstanden, aber zum Schutz der Lieferkette geht TSMC nur in Länder mit ähnlichen Werten. Industriepolitik dort und hier. Auf dieser grünen Wiese in Dresden wird TSMC in etwa 4 Jahren Chips fertigen. Nicht die modernsten, deren Produktion in Taiwan bleiben soll, sondern frühere Generationen, wie sie die europäische Automobilindustrie braucht. 10 Milliarden Euro wollen die Taiwaner investieren. Etwa die Hälfte davon sollen sie subventioniert bekommen. Ist das für Deutschland gut angelegtes Geld? In meinen Augen lügt man sich hier teilweise ein bisschen in die Tasche. Der Impact auf die weltweite Industrie wird sich durch die Maßnahmen, die wir derzeit in Europa sehen, in den nächsten 10 Jahren nicht fundamental ändern. Wenn wir bis 2030 nur 6 zusätzliche Fabriken in Europa haben, wird das nicht ausreichen, um die von der Leyen versprochenen 20% zu erreichen. Denn gleichzeitig entstehen ja auch in China, Taiwan, Korea, Japan und in den USA neue Fabriken. Wir sollten deshalb die 20% vergessen und uns darauf konzentrieren, dass unsere Herstellung europäischer wird. Eine Kritik, die der zuständige Bundeswirtschaftsminister so nicht gelten lassen will.
Erstens muss man irgendwo anfangen. Halbleiter werden in Zukunft überall sein. Wir sind gut beraten, einen Teil jedenfalls dessen, was wir verbrauchen, selber herzustellen. Und so manchmal verstehe ich es auch nicht. Also es gibt eine große Sorge um die Attraktivität des Industriestandorts Deutschlands. Und dann kommen solche Unternehmen und bauen die Leitindustrie oder wollen die Leitindustrie der nächsten Jahrzehnte hier aufbauen. Und dann wird das auch kritisiert. Deutschland versucht zumindest etwas autonomer zu werden. Längst aber steckt chinesische Hightech im Zentrum unserer Kommunikation. Betreibt die deutschen Mobilfunknetze kritische Infrastruktur. Wie viel Konflikt wagt Berlin, um auch dieses Risiko zu verringern? Das ist vielleicht auch der logische Fehler unserer De-Risking-Diskussion gerade. Denn sie hat den Anschein, dass sie etwas ganz Friedliches ist. Wir müssen nur ein bisschen de-risken. Kleines bisschen das Risiko minimieren, ein bisschen diversifizieren. Als würde das die chinesische Führung nicht merken und als hätte sie nicht durchaus ein Interesse daran, dass das Gegenteil passiert. Denn China möchte nicht de-risked werden. Das heißt, wir müssen wirklich durchdeklinieren, wo sind wir abhängig, wo finden wir andere Partner, um Alternativen zu haben. Aber nicht, um zu sagen, wir kaufen dann nichts mehr von China, sondern um den Chinesen sagen zu können, ihr könnt uns nicht erpressen. Die Skyline der Hightech-Metropole Shenzhen ist in Sichtweite, wenn man in der Huawei-Linie 1 durch das Retorten-Europa fährt, das der Konzerngründer als Firmencampus bauen ließ. Von einer Haltestelle zur nächsten bummelt man von Paris über Bologna und Oxford nach Rom oder Heidelberg. Selten bekommen westliche Medien hier Einblicke. Wir wurden eingeladen zu einer exklusiven Tour. Hier sind wir jetzt in Heidelberg und das ist ein fahrerloses Auto, extra für Sie. Autonom und futuristisch geht es durch die Kopie von Heidelbergs romantischen Gassen, über Brücken, vorbei an Flüssen und kleinen Seen. Ein Märchenland, so scheint es, mit hoher Symbolkraft. Sie sollen das Symbol für Chinas Widerstandskraft sein. Schwarze Schwäne. Dem Aberglauben nach und auch in Huaweis Firmengeschichte stehen sie für ein unvorhersehbares Ereignis, das schwerwiegende Folgen haben kann. Huawei sagt, Unglück und Bedrohung habe sie noch stärker gemacht. Deshalb werden die schwarzen Schwäne hier auf dem Firmencampus liebevoll gefüttert und gepflegt. Die Tiere sollen die Belegschaft jeden Tag daran erinnern, auf das Unvorhersehbare vorbereitet zu sein. Charmoffensive mit Privatführung, Lunch und Carsten Sens. Er ist Huaweis Sprecher für Deutschland, arbeitet eigentlich in Düsseldorf. Eben wirklich Produkte zu liefern, die der Kunde wirklich braucht. The only reason Huawei exists is to serve our customers. Das, ich weiß, sowas hört sich immer so ein bisschen an wie ein Marketingspruch, ist es aber nicht. Huaweis Selbstvermarktungsoffensive zielt auf die Bundesregierung ab. Denn wieder steht ein schwarzer Schwan im Raum. Berlin sieht in Huaweis 5G-Technik ein Sicherheitsrisiko und fürchtet, China könnte Schadsoftware installieren und Deutschland per Fernwartung ausspionieren lassen. Vielleicht sogar Netze und wichtige Infrastruktur abschalten. Huawei bestreitet das. Wir als Ausrüster haben keinen Zugriff, keinen Fernzugriff auf Daten in Mobilfunknetzen, noch auf die Steuerung von Mobilfunknetzen. Diese Netze befinden sich unter der Kontrolle der Netzbetreiber. Diese Szenarien von Spionage und auch Sabotage gehören eher ins Reich von Science Fiction. Doch die Science Fiction, so die Befürchtung, könnte Realität werden. Chinas nationales Sicherheitsgesetz verpflichtet Unternehmen zur Auskunft gegenüber Partei und Staat. In den USA sind Huawei-Komponenten deshalb längst tabu. Ein Verbot der chinesischen 5G-Technik für deutsche Netzbetreiber, es hätte Signalwirkung für ganz Europa. First of all, if German government wants to shoot its own feet. Wenn sich die deutsche Regierung selbst ins Knie schießen will, bitte. Wir können euch nicht stoppen. Wissen Sie, wir können die Leute nicht davon abhalten, all die dummen Dinge zu tun, die dem deutschen Volk all die Schäden, Verletzungen und Verluste zufügen werden. Ich hoffe aber persönlich, dass die deutsche Regierung, so wie ich sie immer wahrgenommen habe, klüger und weiser sein wird. Ein Verbot der chinesischen 5G-Technik für deutsche Netzbetreiber, es hätte Signalwirkung für ganz Europa.
Wir wollen kein Land als Kunden verlieren, schon gar nicht den größten Markt Europas, den deutschen Markt. Denn wenn man auf dem deutschen Markt überleben und sich behaupten kann, dann kann man das auch auf vielen anderen Märkten. Auch die deutschen Telefonanbieter laufen Sturm gegen mögliche Einschränkungen, drohen Berlin mit Schadenersatzklagen, trotz aller Sicherheitsbedenken. Wie die Autokonzerne wollen sie in Sachen China so weitermachen wie bisher. Der Druck auf die Politik ist enorm. Ich habe für mich immer sehr klar gemacht, dass zur Risikominimierung auch gehört, dass wir keine Technologie von China hier in unsere Infrastruktur verbauen dürfen, mit der wir verletzlich sind. Und ich finde, da müssen wir auch selbstbewusst genug sein und sagen, wir lassen uns davon niemandem unter Druck setzen. Offenbar doch. Deutschland versucht einen Kompromiss. De-risking light sozusagen. Es wird erstmal nur ein kleiner, aber wesentlicher Teil der Huawei-Technik verboten und von China mehr Transparenz gefordert. Aber auch bei unserem stundenlangen Besuch im Kulissen-Europa von Huawei haben wir von Chinas Megatech-Konzern nur die Fassaden gesehen. In Taiwan freut man sich über alles, was eine wachsende Distanz zu China verrät. Es macht Hoffnung, dass Deutschland sich im Falle eines Konflikts konsequent auf die Seite des demokratischen Taiwan stellen würde. Wir würden uns wünschen, dass Deutschland bereit ist, seine Kriegsschiffe im asiatisch-pazifischen Raum einzusetzen und Militärübungen im indopazifischen Raum durchzuführen. Doch wer weiß, ob die internationale Hilfe wirklich kommt. Für den Frieden in der Straße von Taiwan ist es sehr wichtig, dass die taiwanesische politische Führung Peking davon überzeugen kann, dass die Gesellschaft einem Angriff standhalten kann. Denn wenn der Eindruck entsteht, dass die taiwanesische Gesellschaft sehr schnell kapitulieren wird, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit eines Angriffs sehr stark. Sie vertrauen nicht darauf. Treffen sich einmal die Woche mit militärischer Disziplin auf der Freilichtbühne des Da'an-Parks in Taipei. Was wir hoffen, ist, dass wir den Willen demonstrieren können, uns zu wehren. Wir können nicht von anderen Ländern erwarten, dass sie uns helfen, wenn wir nicht den Willen zeigen, es selbst zu tun. Also üben sie, entschieden, auch ein bisschen rührend, den Nahkampf. Die Holzgewehre haben sie heute vergessen, aber das bremst den Eifer nicht. Selbstverteidigungsgruppen wie diese gibt es inzwischen im ganzen Land. Gerade die jungen Taiwaner empfinden keine Bindung an die Volksrepublik und wollen sich vorbereiten auf den Ernstfall. Wenn die Katastrophe erst mal da ist, werden wir alle nervös sein und vielleicht vergessen haben, was wir schon mal wussten. Aber durch ständiges Üben geht die Bewegung in das Gedächtnis der Muskeln über. Und dann können wir Entscheidungen treffen, die unser eigenes Leben und vielleicht sogar das unserer Familienmitglieder retten. Heute ist Zhuang Yuwei ihr Stargast. Der Mann, der im vergangenen Jahr in der Ukraine gekämpft hat, macht nun tapfer mit beim Krafttraining. Eigentlich aber ist er gekommen, um sein ukrainisches Erste-Hilfe-Set vorzuführen. Ja, das ist ein Verband. Ja, wenn man ein Loch hier vorne hat und eins hinten. Seine Zuhörer sind gebannt. Das, worauf sie trainieren, rückt durch ihn noch einmal näher. Er ist wirklich in die Ukraine gegangen und lebendig zurückgekehrt. Das ist sehr bewunderungswürdig. Ich habe die Sachen, die er heute mitgebracht hat, früher schon gesehen. Aber heute habe ich zum ersten Mal kapiert, dass sie wirklich in einem Krieg benutzt wurden. Am Ende eines langen Trainingsabends ist der Held emotional aufgewühlt. Was er singt, ist die Hymne der Ukraine. Slava Ukraini, Slava Taiwan!
Ob China Taiwan wirklich angreift, das wissen wir nicht. Aber Taiwan versucht, sich darauf vorzubereiten. Und Deutschland? Das, was wir in Deutschland tun müssen, ist, dass wir uns unabhängiger machen und dass wir uns auch selbstbewusst gegenüber China aufstellen. Und ich glaube, am Ende hilft das auch, um einen besseren Umgang mit China zu haben. Weniger abhängig, weniger verwundbar zu sein, das wird teuer. Wir müssen diese Grundversorgung unserer Bevölkerung aus eigener Kraft wieder leisten können. Wir müssen sicherlich auch weit diversifizieren, damit wir eben nicht solche Länderrisiken politisch akzeptieren müssen. Aber Deutschland ist China nicht ausgeliefert. China braucht Europa auch. Wir sind abhängig bei einigen Produkten, aber China braucht den Markt Europa auch. Und China braucht auch Importe aus Europa. In Berlin sind Anton und sein Vater noch einmal beim Arzt. Familie Fischer-Kobaki, Sie können uns in der Reflexion. Die Therapie im Krankenhaus hat Anton geholfen. Seine Lunge ist wieder gesund. Ich bin natürlich heilfroh, dass das nicht anders ausgegangen ist. Aber man möchte nicht noch mal in so eine Situation geraten. Und dann entsteht auch sowas wie Frust und Wut. Muss man sagen, dass es soweit überhaupt kommt. Erinnerst du dich noch daran, wie es war für dich, als du ins Krankenhaus musstest? Ja, sogar auch in der Nacht einmal. Da wollte ich eigentlich nicht ins Krankenhaus. Wie geht's dir heute? Gut. Bei Anton ist die Sache noch einmal glimpflich verlaufen. Malik Böttcher sammelt inzwischen Medikamente, die seine Patienten nicht ganz aufgebraucht und ihm gegeben haben. Vielleicht hat er dann noch etwas in der Schublade, wenn es mal wieder knapp wird. Das ist jetzt natürlich aus der Not geboren. Theoretisch dürfen wir das ja gar nicht, aber wir machen es einfach trotzdem, weil aktuell immer wieder die Situation kommt, dass Patienten an dem Tag die Therapie nicht beginnen können, weil sie warten müssen 2 bis 3 Tage, bis das Medikament dann lieferbar ist. Die eigene Erpressbarkeit merkt man oft erst dann, wenn Dinge passieren wie bei Anton. Wenn eine unübersichtliche, verstörende Welt eingreift in das Leben eines 6-Jährigen. Abhängigkeit aber ist nichts Schicksalhaftes. Sie ist gemacht. Und deshalb kann sie auch wieder verringert werden. Wenn man will.